So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed. Ich weiß, die letzte Folge war ein bisschen kurz, aber wir sind, haben die Vorgeschichte gespielt. Ja, mal gucken, was da so noch abgeht. Und ja, wir dürfen uns Charakter erstellen. Oder Charakter suchen, so rum ist es richtig. Das Problem, ich sehe natürlich nicht allzu viel und... Du? Jo, nimm mal den mal. Bist nicht aus der Stadt, hm? Ich bin Lucas. Wie kann ich helfen? Man sagt, deine Karren hätten was drauf. Allerdings. Geht's um den Showdown? Ja, ich bin echt heiß auf die Rennen. Okay. Ehrlich gesagt, in den letzten Tagen war die Nachfrage echt riesig, deshalb ist gerade leerer, aber die hier sind noch übrig. Sie sind nicht überragend, aber echt gut. Sieh sie dir an. Vielleicht gefällt dir ja einer. So, wir dürfen uns ein Auto aussuchen. Aus der Auswahl stehen ein Ford Mustang. Ein BMW M3 Evolution aus dem Jahr 1988. Der Mustang ist 65, ja. Dann haben wir einen Nissan 180 SX aus dem Jahre 96. Einen Chevrolet Camaro aus dem Jahre 67. Also, mal gucken, was haben wir denn Schönes? Also, klar. Aber ich glaube, gefühlt, doch. Mustang oder der Camaro? Mustang oder der Camaro? 253, du hast... Ich nehme den Mustang, den... Camaro ist tabu. Ernsthaft? Also gut. Also haben wir den Nissan, den BMW oder den Ford Mustang und ich werde mich heute auf den Ford Mustang stürzen. Das ist ein guter Wagen. Ich bin gespannt, wie er sich fährt. Ich kenne ein paar Leute beim Showdown. Kann dir ein paar Rennen klar machen. Und auch gleich überprüfen, ob der Wagen so läuft, wie er soll. Was sagst du? Klingt gut. Na dann. Wohin jetzt? Das ist die große Frage. Aber wir fahren ein kleines Rennen. Oder? Sollen wir... Ja. Nehmen wir hier mal ein kleines Rennen. Geh es langsam an. Bring den Wagen einfach in einem Stück an den Start. Sag mal, all diese Trophäen. Bist du ein Racer? Nein, mein Vater war einer. Roberto Rivera, Mr. Clean. Er hat den gelben 67er Camaro selbst wieder aufgebaut. Ach, der Camaro, der da hinten, okay. Jetzt konnten wir den auch nicht aussehen, weil der schon einem gehört hat. Er war offenbar. Schade, ist ja cool. Ja, ich denke, das war er. Der Showdown ist eine Riesensache. Er ist auf jeden Fall gut fürs Geschäft. Und als Racer kann man eine Menge Geld verdienen. Das könnte ich gerade gut gebrauchen. Genau wie jeder andere in der Stadt. Ja, ich dachte mir, wenn immer was anderes. Ich glaube, wir haben damals mit dem ersten Durchgang haben wir, glaube ich, auf den Nissan gepickt. Oder den BMW. Aber jetzt werden wir es tatsächlich mit dem Ford Mustang nach Ball City begeben. So. Ein Rundkursrennen. Das ist das erste. Heißt Tornado. Und wird jetzt von uns gestartet. Ja, ich weiß, wir haben es schon mal durchgespielt und wir haben es schon mal gespielt, die Story, aber ich habe jetzt ein bisschen Bock, noch ein bisschen mehr zu machen, um etwas zu zeigen. Und es gibt ja Tag und Nacht. Ich glaube, bei dem einen gibt es XP, hey, bei dem anderen gibt es dann Geld. Zu meinem Freund hier. Er fährt den Wagen noch ein. Wenn die Karre von dir ist, kann sie auch gleich geschrottet werden. Fährst du auch mit? Nein, Mann. Ich veranstalte auch Rennen für Anfänger, falls du aus der Übung bist. Ja, ja, du bist lustig, super lustig. Überleg's dir einfach. Na dann, let's go, fahren wir mal rein. Wir sprechen uns nach dem Rennen. Viel Glück. So, fahren wir schon mal vorne ein bisschen rein. Insgesamt sind es 3 Runden. Ja, Start ist immer gut erfolgreich gewesen. Haben wir schon mal gut gemacht. Ja, es ist doch relativ am Anfang. Klar, es wird noch nicht viel passieren.
Ich hoffe, dass das mit der Musik jetzt nicht gekränkt wird. Ist leicht. Die Kunst ist, sie zu behalten. Das ist es halt nicht. So. Also sollte das passieren, dass die erste Folge geclaimt werden. Ich muss es leider tatsächlich. Ja komm, ich mach's mal. Warte mal, spielen. Ich guck gerade. Alter, da unten ist es. Audio. Oh. Gesamtschallcheck. Ich muss immer ein bisschen. Leider die Musik ein bisschen runterdrehen. Ja. Ich dachte, du bist noch ein Rookie. Letzte Runde. Schön hier rumdriften. Das kannst du mit dem Mustang relativ gut eigentlich. Du hast den Sieg noch nicht in der Tasche. Ne, noch nicht wirklich, aber es dauert nicht mehr so lange. 500 Meter. Und jetzt gehört er uns. Nitro haben wir noch keins, brauchen wir noch gar nicht. Sondern wir gewinnen das Rennen auch so. Der erste Sieg ist in Dach. Das war der Sieg. In der Tasche. Gut gemacht. Und 9000 Dollar kriegen wir dafür. Sieht aus, als würdest du mit dem Wagen gut klarkommen. Pass auf. Am besten investierst du dein Geld jetzt in ein Nitro-Kit. Definitiv. Ich habe leider keine mehr auf Lager, aber du kannst dir eins im Tuning-Shop holen. No. Und ich baue es dir dann ein. Die Sache mit dem Showdown ist die. Um mitzuhalten, musst du deinen Wagen aufrüsten. Und das kostet Geld. Du fährst also Rennen, gewinnst Kohle und kaufst dir Upgrades, um auch größere Rennen mit höheren Preisgeldern gewinnen zu können. Das ist zwar noch nicht alles, aber so viel zu den Basics. Zuerst kaufst du dir jetzt dieses Nitro-Kit. Okay, alles klar. Wenn du bei mir einen Wagen kaufst, ist der Service natürlich inklusive. Es ist völlig egal, wie gut du bist. Selbst der beste Fahrer braucht einen guten Mechaniker. Also dich, was? Hey, du kannst dich gerne allein mit Palm City anlegen. Mit ein bisschen Unterstützung ist es einfach nur leichter. Wenn du zum Tuning Shop fährst, kannst du auch gleich mal beim alten Raceway vorbeischauen. Er ist jetzt stillgelegt, aber früher war da einiges los. Und manchmal, zur richtigen Zeit, ist das auch heute noch so. Er ist geschlossen? Ich dachte, diese Stadt lebt fürs Racing. Ja, aber heute findet alles auf den Straßen statt. Auf den Straßen statt, ja. Gut, dann gucken wir uns mal im Shop ein bisschen um. Ich hätte gerne da zu sein. Ich höre euch da drin doch. Lass gut sein. Ist der hier von Lucas? Ja. Kennst du ihn? Ja, doch schon. Er ist mein Bruder. Der gehörte mal mir. Hab mein erstes Rennen darin gewonnen. Er ist perfekt für jemanden, der gerade erst anfängt. Alles klar. Weißt du vielleicht, was mit denen los ist? Oh, wegen dem Showdown gibt's in der Stadt kaum noch Teile. Sie halten sie zurück für Fahrer, von denen sie denken, dass sie es wert sind. Oh, das bin ich nicht. Okay. Der Rookie ist selbstbewusst. Dann beweis mal, dass du nicht nur rumlaberst. Da sag ich nicht nein. Gib mir dein Handy. Ich bin Anna. Es gibt nur eine Möglichkeit, sich hier einen Namen zu machen. Was? Das ist alles? Ich rufe ein paar Leute an. Halt das Ding griffbereit. Ich melde mich bei dir. So. Testfahrt abgeschlossen. Und wir gehen jetzt mal kurz. Hä? Habe ich das zurück? Die Druckkette jetzt drin oder was? Hey, während ich meine Kontakte anhau, kannst du schon mal zu den Keys fahren. Es gibt da eine Tankstelle. Da treffen wir uns. Oh, und ich habe dir eine App runtergeladen. Danke. Ist eine Art Polizeifunkscanner. Wir alle nutzen sie. Echt hilfreich, glaub mir. Ich weiß nicht, ob ich das Nitro-Kit drin habe im Auto. Hey,
Dax hier. Ich hab deine Nummer von Lucas. Oh, hi. Hör zu, falls du an deinem Können feilen willst. Ich veranstalte manchmal abseits des Showdown. Warte mal gerade kurz. Ein paar Trainingsrennen. Ohne Druck. Es geht nur um Spaß und ein paar Preise. Außerdem kenne ich ein paar wilde Geschichten über Lucas. Klingt gut. Sehr schön. Ich melde mich, wenn das nächste Rennen ansteht. Bis dann. So, also. Da geht's auf die Karte. Ich habe das Nitro-Gate noch nicht drin, oder? Ich will mal kurz auf Schnellreise zu dem Shop gehen. Hä? Kann ich da nicht rein? Schauen wir nicht. So, gut, dann fahren wir mal zu einer und machen seinen Namen. Dann machen wir uns mal einen kleinen Namen bei der guten Aina. Warum haben wir dem hier gerade im Weg gestanden jetzt? Ich habe eine Tankstelle gefunden. Gut, dann fahren wir heute nochmal ein Rennen und zwar in der Nacht diesmal. Wartest du schon lang? Nicht wirklich. Cool, dann mal los. Wo fahren wir hin? Am Strand findet ein Rennen statt für die ganzen neuen Gesichter in der Stadt. Da kannst du zeigen, was du drauf hast. Da müssen wir links abbiegen. Dieses Rennen ist eine Chance, mir einen Namen zu machen? Ja, ohne kommst du hier nämlich nicht weit. Du willst die Showdown-Kohle in bessere Teile stecken oder zu mehr Rennen eingeladen werden? Da müssen dich die Leute kennenlernen. Und das schaffst du nur in der Nacht. Wird Lucas auch da sein? Nein, der steckt unter irgendeiner Motorhaube. Er hat einfach keinen Mumm mehr. Ich wollte eigentlich was ausprobieren. Was soll ich sagen, wenn ich sie jetzt neu krabbe? Anonin, mach mal nur. Ich wundere mich, dass ich kein Nitro drin habe. Was soll der Scheiß, Rivera? Glaubst du, ich krieg's nicht mit, wenn hier ein Rennen steigt? Ich hab's gehofft, Kenny. Tja, Pech gehabt. Diese Anfänger kriegen von mir gleich mal einen Vorgeschmack auf die Speed Boys. Denkst du nicht, es nervt, wenn Typen wie du uneingeladen bei Rennen auftauchen? Wer auf diesen Straßen fährt, ist Freiwild. Hast du gehört, Greenhorn? Redet ihr mit mir? Und wie ich mit dir rede. Ich bin hier die Numero Uno. Vergiss das ja nicht. Hat er echt Numero Uno gesagt? Hat er. Also tu mir den Gefallen und besieg ihn, ja? Versuch ich. Jetzt nach rechts. Wir sind fast da. Muss ich noch was wissen? Vor das Rennen, dann reden wir. Alles klar. Dann zeig mal, was du kannst. Schauen wir mal, ne? Ich versuche dich während des Rennens zu filmen. Ich hoffe, du kriegst mein Heck gut drauf. Zeitbremse. Heißt das denn? Keep up, Kenny.
So, müssen wir also Kenny und seine Jungs heute schlagen. Komm schon, treten wir dem Kerl in den Arsch! Aus dem Weg! Wo ist denn der gute Kenny? Hier. Also, das ist diesmal ein Sprintrennen, das ist kein Rundkursrennen, das heißt, wir haben nur einen Punkt hey, A. Hey, du bist gar nicht mal so schlecht. Dem habe ich natürlich jetzt einen mitgegeben, bewusst mitgegeben. Ich lasse dir nur einen Vorsprung. Upsa, da war ein Baum im Weg, wenn ich was mitgenommen habe. Sieg. Erste Nacht, erster Sieg. Das war nur Glück. Aha, was war nur Glück. Wie viel hast du denn gemacht? Sechster, fünfter? Ich hab krasse Shots vom Rennen. Ich kann's gar nicht erwarten, sie zu posten. Yo, guck mal da. Gefallen dir welche? Jeder Einzelne. Ob die gegen mich fahren würden? Wohl kaum. Dauert noch eine Weile, bis sie dir eine Chance geben. Wer sind die? Die League. Die gibt's schon seit Jahren. Wenn der Showdown frisches Blut anlockt, tauchen sie auf und suchen nach neuen Talenten. Wer zu ihnen gehört, hat Zugang zu absolut allem. Geile Wagen, Rennen, Zubehör. Du fragst dich, warum wir jede Nacht hier sind? Das ist der Grund. Es heißt, Lucas war fast drin, hat aber gekniffen. Das passt zu ihm. Alle Einheiten, auf oder in Straße. Kann ich wieder in die Garage gehen? Nee, ne? Rennen gemeldet. Zielfahrzeuge warnt. Ah, gerade in der Nacht sind sie ein bisschen aggressiver, die Cops. Das heißt, Abmarsch. Mal ganz kurz in die... Oder kann ich hier direkt reinspringen? Nee, geht nicht. Letzte Westzeit unterwegs. Mal so. Scheiße! Wir ja, müssen komm. Hier weg, bevor die Cops auftauchen. Naja, ich schicke dir ein paar Orte, bei denen wir erstmal untertauchen können. Ich fahre zu einem in Eden Shores und bearbeite deine Highlights. Schade. Ich hatte echt Spaß. Du kannst auch weiter Rennen fahren, wenn du willst. Es gibt nur eine Regel. Wenn die Cops kommen, häng sie ab. Sonst machst du dir nie einen Namen. Ja. Das heißt, wir fahren jetzt in die Garage und machen einen Feierabend für heute. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht die Cops noch an der Backe kleben gleich. Ja, da habe ich am wenigsten Lust gerade drauf. So, geh mal rein, nimm was mit. Die nicht Nacht. Für die erste Nacht. Die Nacht haben wir beendet. Viele weitere vor dir. Geld, ja, Geld haben wir mitgenommen, genau, durch den Rennsieg und die Reputationspunkte, also diese RIP-Punkte, das heißt Reputationspunkte. Nehmen wir mit. Und sind jetzt Level 2 schon? Oder mehr? Ne, Level 2. Okay, erstmal nur. Zumindest ein bisschen für den Anfang. So, eskaliere für maximal Reputationspunkte, erhöhe der Nische für Brichella Reputationspunkte zu sammeln. Man lacht die Straße unsicher, stürzt sich in epische Verfolgungsjagden und schaltet die Kopf aus, um deine Heat zu erhöhen. RIP, schaltet Leistungsteile und neue Events frei. Oh. Nächster Morgen. Okay, ich dachte, ich wollte eigentlich Feierabend machen. Gerade mal 5 Minuten online und wir haben schon hunderte Views. Wir? Guck, wen ich hier hab. Oh, hey. Meine Schwester zieht die große Tour mit dir durch, ha? Kann man so sagen. Ach, nur zur Info. Wenn Racing bedeutet, am Ende in einem Streifenwagen zu hocken, ist sie der perfekte Guide. Immerhin bin ich nicht derjenige, der schon mal gesessen hat. Hey, das hat mich echt verändert. Ja, ich weiß. Du bist langweilig geworden. Jeder andere, der seine Crew verliert, würde sicher aufgeben. Oder wieder aufs College gehen. Vergiss es, Mann. Und meine Crew?
waren alles Schlappschwänze. Aber ich glaube, das wird sich jetzt ändern. Ja, genau, das glaubst nur du. Hör zu, ich habe so einiges gehört. Die Cops greifen jetzt hart durch. Mira, la calle está caliente. Ich weiß alles über die Cops. Poppy hat denselben Vortrag gehalten. Dann halt dich auch dran, Mira. Was? So wie du? Calmate, calmate. Wo wohnst du? Das ist eine gute Frage. Wie wär's hier? Klar. Hier schläft immer irgendwer. Sicher? Pack dich auf eine Couch. Sei unser Gast. So. Macht der Einnahmen, ist abgeschlossen. So, und in der nächsten Folge. Lass uns das Nitro einbauen. Das machen wir dann in der nächsten Folge.